Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute wieder mit dem Henry. Freue ich mich sehr, dass Henry hier mit dabei ist. Hallo lieber Henry. Hallo ihr Lieben. Henry hat ja auch einen YouTube-Kanal, Henry Lopp, verlinke ich oben in den Infokarten. Henry, heute habe ich eine Frage für dich, die kam schon letztes Jahr im August auf, als ich den Tobias bei Würzburg besucht habe. Da hatte ich mit dem Tobias einen Livestream gemacht und da kam die Frage auf, ich habe mir jetzt gerade mal kurz eine Notiz gemacht, da hätte jemand gerne einen Tipp für Sportler zur Regeneration, Ernährung, Übung, Algen. Also er meinte generell zur Ernährung, Heilkost, Rohkost. Ne? Was sind deine Erfahrungen dazu, dass du vielleicht mal meinen Zuschauern ein bisschen Einblick gibst, wie deine Ernährung in den letzten Jahren so war, welchen Sport du gemacht hast und wie es da mit der Regeneration aussieht? Also bei mir war es ja so, dass ich mein ganzes Leben lang schon relativ viel Sport gemacht habe. Früher vor meiner Ernährungsumstellung, da habe ich immer ganz viel Fußball gespielt, auch höherklassig Fußball gespielt. Also da war auch sehr viel Fußballtraining mit dabei, sehr viel Laufen, viel Athletiksport. Und dann so ab meinem 14. Lebensjahr ungefähr bis zu meinem 21., 22. Lebensjahr, da war ich so in der Bodybuilder-Phase drin. Da war ich dann auch so teilweise auch bei 110 Kilo. Also das war dann schon ordentlich gewesen damals. Und das war alles noch vor meiner Ernährungsumstellung. Also das war dann aber auch ja 6-mal die Woche Training und sehr viel Eiweiß, auch viel tierische Kost noch und so weiter. Und dann kam ja irgendwann der Zusammenbruch bei mir, wo ich gesundheitlich sehr angeschlagen war. Und dadurch bin ich ja dann zur Ernährungsumstellung gekommen. Und dann nach der Ernährungsumstellung oder auch schon davor kam halt sehr stark der Laufsport bei mir dazu. Laufsport, Rennradfahren, Körpergewichtsübungen. Und das war dann so, dass ich dann auch immer so 6 bis 10 Tage am Stück meistens trainiert habe. Und dann habe ich dann meistens immer einen Tag Pause gemacht. Und das hat dann angefangen am Anfang, in dem ersten Jahr der Ernährungsumstellung, vor 10 Jahren, war es ja erst noch die Gomero-Kost. Da habe ich aber gemerkt, das war nicht so optimal, weil die Regeneration schlecht war und man hat oft schwere Beine gehabt, man hat sich nicht so gut gefühlt. Und danach bin ich ja dann erstmal für ein paar Jahre in die früchtebasierte Kost rein, teilweise auch nur Früchte. Da habe ich dann aber nach ein paar Monaten gemerkt, dass das nicht so optimal ist, weil ich dann öfters mal Krämpfe bekommen habe. Ich habe gemerkt, dass der Körper dadurch, dass er keine Mineralien bekommen hat, an die eigenen Speicher gegangen ist. Das heißt, er hat dann Mineralien abgezogen von den Zähnen zum Beispiel. Da habe ich gemerkt, dass die Zähne sensitiver geworden sind und auch schlechter geworden sind. Und dass ich mich allgemein ja nicht so fit gefühlt habe, wie ich mich eigentlich hätte fühlen können. Und aber ja, das war halt damals auch so. Da habe ich halt gedacht, das war die beste Ernährung. Man folgt irgendwelchen Gurus, man hört nicht mehr auf sich selber. Und ja, und das war aber heute im Nachhinein betrachtet, war es eine sehr gute Erfahrung, weil es hat mich natürlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und es ist jetzt auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für mich, für die Regeneration, ist auf jeden Fall, dass grüne Lebensmittel mit dabei sind. Also ich habe jeden Tag einen grünen Saft mit dabei, dass halt die Mineralien da sind, weil so hat der Körper Mineralien für die eigenen Prozesse, für die Entgiftungsprozesse und dann aber auch für die Regenerationsprozesse beim Sport, weil beim Sport braucht man auch wieder im Nachhinein wieder Mineralien, basische Stoffe, um zum Beispiel, wenn man mal etwas schneller Sport gemacht hat, die Säuren, die entstanden sind, wieder zu neutralisieren und gleichzeitig dem Körper Sachen zu geben, damit er sich regenerieren kann und wieder aufbauen kann. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ja, genau. Also ich habe dann angefangen, sehr stark damals mit Rennradfahren. Und dann hatte ich auf Sardinien einen Rennradunfall gehabt, weil mir jemand die Vorfahrt genommen hat. Dann bin ich vom Fahrradfahren weggekommen und bin dann sehr stark in den Laufsport reingegangen. Und war vor ein paar Jahren, da habe ich dann wirklich auch viel gemacht. Da bin ich dann wirklich auch über 100 Kilometer gelaufen, pro Woche dann meistens. Wollte halt in diesen, ja, schon auch in die Amateur- oder in die Profi-Richtung mit reingehen. Habe dann aber auch gemerkt irgendwann, dass mich das persönlich nicht weitergebracht hat, beziehungsweise mich auch ausgelaugt hat, weil ich nicht selber auf mich gehört habe und weil ich so in dieser westlichen Mentalität drin war. Also, dass man immer weiter, immer schneller, immer härter und das ist halt so die westliche Mentalität. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, das ist nicht gut, weil mir geht es ja darum, gesund zu sein, gesund alt zu werden und gleichzeitig aber auch Sport zu machen und fit zu sein. Und da habe ich dann irgendwann die östliche Lehre mit der westlichen kombiniert und bin halt dann auch darauf gekommen, eben, dass man 80% des Trainings über die Woche hinweg gesehen, 80% des Trainings im aerobischen Bereich, also
wirklich im entspannten Bereich, ich beziehe es mal auf den Laufsport, im entspannten Bereich zu laufen, also wirklich, wo man noch entspannt durch die Nase atmen kann und sich auch noch unterhalten kann beim Laufen. Und 20% in der Woche halt eben härteres Training, dass der Körper mal aus seiner Komfortzone kommt. Was passiert dann? Diese anaerobische Schwelle, wenn du 20% anaerobisch trainierst in der Woche, also wirklich auch mal in den Sprintbereich reingehst oder man sich mal verausgabt, dann schiebt man auch gleichzeitig die aerobische Schwelle immer weiter nach oben. Das heißt, das langsame Tempo wird mit der Zeit immer schneller, aber man laugt sich nicht aus. Das ist das Gute daran. Und man gibt seinem Körper immer die Möglichkeit, sich immer wieder durch das aerobische Training auch immer wieder zu regenerieren. Und das ist halt, ja, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wie ist es mit magnesiumhaltigen Lebensmitteln? Da war ja auch noch die Frage, wie hast du das gehandhabt? Hast du Präparate genommen oder wirklich auch nur auf die Lebensmittel geachtet? Wie hast du das gemacht? Also ganz einfach, im Sommer über habe ich die Wildkräuter mit einbezogen. Das ist eine sehr, sehr gute Magnesiumquelle. Brennnessel, Löwenzahn, die habe ich immer in den grünen Saft mit reingemacht. Und im Winter über mache ich es dann halt so, dass ich halt dann eben Mikrogrün ziehe oder Sprossen, also grünblättrige Sprossen wie Alfalfa zum Beispiel. Und das ist für mich, ist für mich überall Magnesium drin, ja. Und was ich auch gemacht habe, ist, dass ich dann irgendwann die Sangomeres-Koralle integriert habe. Und da ist ja auch ein perfektes Kalzium-Magnesium-Verhältnis, was ich auch jedem empfehlen kann, weil wenn man in den Sportbereich reingeht oder auch länger dann ein bisschen Sport macht über die Woche hinweg gesehen, da ist es ganz gut, zum Beispiel die Sangomeres-Koralle mit dabei zu haben, dass man die mit dabei hat, weil der Körper dann eh halt, wie gesagt, einen höheren Mineralien oder mehr Mineralien benötigt. Und da ist es ganz gut, die Sangokoralle zum Beispiel damit dabei zu haben, wenn man weiß, man kann nicht genügend Wildkräuter integrieren oder genügend Mikrogrün oder was auch immer. Und dann ist das eine gute Hilfe, weil davon musst du wirklich nur eine kleine Menge pro Tag nehmen. Da reicht ein kleiner Löffel. Und man deckt schon einen großen Teil der Mineralien ab. Und das ist eine ganz gute Sache, finde ich. Und das merkt man dann auch beim Sport. Also es gibt eine mehr Stabilität. Und ja, und das ist eine ganz gute Sache. Und wie sieht es so mit Chlorella und Spirulina aus? Mit Mikroalgen hast du die integriert in die Ernährung in dieser ganzen Sportzeit? Also ich muss sagen, ich habe einige Male damit rumexperimentiert, aber ich persönlich habe nicht so eine gute Erfahrung damit gemacht, weil mich hat es immer dehydriert. Also mich hat es dehydriert. Ich habe gemerkt, das hat mein System ein bisschen mehr runtergefahren. Der Stuhlgang, der hat sich verschlechtert bei mir dadurch. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ich lasse das lieber, weil für mich persönlich bringt das nichts. Und gerade beim Sport ist es wichtig, dass man ein gutes Hydrationslevel hat, weil dann läuft alles viel runder. Die ganze Bewegung, die ganzen Bewegungsabläufe. Und man fühlt sich viel, viel wohler. So, und wenn ich merke, dass es bei mir die Hydration runtergezogen hat, das hat sich dann immer nicht mehr so gut angefühlt. Da musste ich mich dann immer die ersten Kilometer rumquälen. Und danach ging es dann irgendwann wieder. Aber Chlorella und Spirulina hat sich für mich nicht so gut angefühlt. Was ging, war, wie wir das auch mal eine Zeit lang gemacht haben, Silke, Kokoswasser zum Beispiel mit Chlorella mixen. So, ne? Das ging schon eher, aber war trotzdem nicht ganz optimal für mich. So. Ich habe es jetzt seit längerer Zeit nicht mehr dabei gehabt. Und ich merke halt einfach, dass mir das wesentlich besser tut. Also mir tun die Wildkräuter im Saft oder auch Maiglöckchen im Saft oder so gegessen, da fühle ich mich besser, als wie halt eben, wenn ich Chlorella und Spirulina mit dabei habe. Aber ist auch immer individuell, ne? Der eine verträgt es gut, bei mir ist es halt eben so. Ja. Du hast ja schon erwähnt, du hast bei der Ernährungsumstellung erst ein bisschen Gourmet-Rohkost, dann bist du eher in die früchtebasierte Kost. Und wir haben uns ja damals, 2016, haben wir auch eine Weile zusammen verbracht auf Sardinien. Da habe ich das ja auch ein bisschen gesehen, was du gegessen hast. Damals hast du ja noch Radsport gemacht. Und dann bist du ja wieder nach Deutschland irgendwann zurück. Hast ja auch eine Weile bei uns gewohnt. Und da habe ich das ja auch ein bisschen mitbekommen. Du hast dann auch erstmal wieder weiter Rohkost gemacht. Und dann haben wir ein Experiment gemacht mit der schleimfreien Heilkost. Weil schleimfreie Heilkost bedeutet ja nicht unbedingt nur Rohkost, sondern man kann auch gedämpftes, gedünstetes, gebackenes Gemüse integrieren. Und du hast ja auch deine Erfahrung gemacht mit schleimfreier Heilkost, auch mit Sport. Kannst du noch mal kurz was sagen? Schleimfreie Heilkost direkt explizit Sport und Regeneration? Ja, das war erstmal interessant, von dem alten Denken wegzukommen, was ja teilweise auch ein bisschen dogmabasiert war. Und dann eben in die schleimfreie Heilkost dann reinzugehen und das dann halt eben das mal auszutesten. Was am Anfang natürlich so war, dass man erst rumexperimentiert hat. Man hat dann relativ viel Gemüse gebacken, viel gedämpft auch, ne?
Aber das war gut, weil man sammelt dann seine Erfahrung. Und wenn man das jetzt mal so sieht, das ist ja bei der steinfreien Heilkost ist es ja so, dass es eher eine Low-Fat-basierte Ernährung ist oder teilweise eben auch mal gar kein Fett, also gar keine extra Fettquelle. Ich meine, Fett ist ja immer und überall drin, aber halt eben nur im kleinen Maße. Aber das Interessante dadurch ist, dass die Energie im Körper und die ganzen Flüssigkeiten im Körper viel besser laufen können oder viel besser in die Körperbereiche gehen können. Das heißt, man kann sich viel besser bewegen. Die Regeneration läuft viel, viel schneller ab. Also ich habe ja auch da mal Experimentierphasen gemacht, wenn ich so 100, 120 Kilometer pro Woche gelaufen bin. Und dann habe ich einfach mal getestet, okay, wie oft kann ich jetzt Vollgas geben? Ja? Und dann habe ich ja auch mal in den schleimfreien Phasen dann auch mal zwischendrin gefastet. Und da konnte man dann wirklich jeden Tag Vollgas geben. Also es war so interessant. Der Körper, der hat sich so schnell regeneriert. Und dann zwischen diesen, in diesem Experiment dann wieder mal mehr Fett gegessen für ein, zwei Tage. Und schon hat man gemerkt, auf einmal kommt der Muskelkater wieder, auf einmal werden die Beine schwerer. Aber was ja auch Sinn macht, ja, wenn man einen höheren Fettgehalt in der Ernährung hat oder wenn man eine sehr konzentrierte Ernährung hat, dann kann das Blut viel schlechter fließen und dadurch ist die Regeneration wesentlich schlechter. Ja, es ist halt einfach so. Und das kann man ja ganz leicht erklären. Und bei einer Low-Fat-Ernährung ist es eben so, dass das Sauerstoffgehalt im Blut höher ist, das Blut natürlich besser in die Bereiche wiederkommt und dadurch natürlich dann die Regeneration schneller ist. Und ja, und die Erfahrung, die habe ich auch gemacht. Also, das ist nach wie vor auch immer noch so. Also, wenn ich merke, bleib bei meiner Low-Fat-Ernährung, dann ist alles gut. Ich regeneriere mich schnell. Bräuchte eigentlich gar keine Pause in der Woche. Ich mache dann trotzdem aber immer einen Tag Pause alle 6 bis 10 Tage. Und ja, wenn ich aber wieder vermehrt Fett esse, also schleimreicher, dann merke ich dann halt wieder, ja, Regeneration wird schlechter und man hat schwere Beine, kriegt Muskelkater. Komisch. Und noch zum Schluss, Henry, wie sieht aktuell deine Ernährung aus? Also flüssige, feste Mahlzeit und welchen Sport, wie oft machst du Sport in der Woche und was machst du aktuell? Genau. Ich kann es mal als Beispiel von letzter Woche. Also letzte Woche waren es jetzt, also, ja, ich weiß nicht, 87 Kilometer, sage ich jetzt mal, vom Laufen her. Also ich versuche jeden Tag immer mindestens 1 Stunde Sport zu machen. Und vom Regeneration her ist es so, dass ich jetzt ja auch alle 6 bis 10 Tage einen Tag Pause mache. Und von der Ernährung her sieht es so aus, dass ich meine erste flüssige Mahlzeit, also einen Saft, so am späten Mittag, Nachmittag habe, so zwischen 13 bis 15 Uhr je nach Tag. Und dann, jetzt momentan ist es so, die letzten Tage habe ich immer entweder 1 Liter Selleriesaft getrunken oder 1 Liter Endiviensaft. Und danach dann meistens noch einen kleinen Shot, ungefähr 200-300 Milliliter, wo dann eben auch noch ein bisschen Endive drin ist oder ein bisschen Sellerie. Und dann halt eben noch, hier finde ich gerade noch Spitzwegerich, so ein bisschen Spitzwegerich mit drin. Oder dann halt eben selbstgezogene grünblättrige Sprossen, also Alfalfa oder Rotklee, habe ich dann noch ein bisschen mit reingemacht. Und das ist dann so der grüne Shot, den ich dann noch so trinke. Und dann am Nachmittag oder am späten Nachmittag gibt es dann erst eine Fruchtmahlzeit, momentan halt eben Honigmelone und dann eine kurze Pause. Und dann gibt es dann halt entweder gedämpfte Süßkartoffel mit Microgreens und Salat dazu oder halt eben gedämpften Kürbis und Microgreens und Salat dazu oder halt eben einfach dann Rohkost. Und dann mache ich mir dann einfach einen Salat und dann ein Low-Fat-Dressing aus Hanfsamen, Knoblauch, Pfeffer oder einfach nur Hanfsamen und Wasser. Weil ich merke halt auch, umso einfacher, umso besser, weil dann geht die Regeneration noch viel, viel schneller. So. Ja, aber man muss natürlich schauen, weil bei vielen ist es so, wenn die das jetzt machen würden, die würden sich vielleicht noch nicht ganz so wohl fühlen. Ich mache das jetzt auch schon seit ein paar Jahren, so dieses Schema. Also das Schema ist immer dasselbe bei mir. Und ja, genau. Ach so, und wenn es Wildkräuter gibt, dann gibt es natürlich Wildkräuter am Abend auch noch dazu. So, aber das ist jetzt gerade nicht so viel. Und deswegen, ja, sind es halt dann eben die Microgreens im Winter. Genau. Aber das ist so das Schema, so was ich so die ganze Zeit durchziehe. Ich hatte ja letztens ein Video veröffentlicht, Microgreen, so komme ich gut durch den Winter, und da habe ich auch ein Foto von dir eingeblendet. Das ist ja fantastisch. Das ist, glaube ich, auch auf Instagram auch ein Foto. Also, ne, du, Instagram, wie heißt dein Account auf Instagram?
Henry Lopp, glaube ich auch. Auch Henry, Genau. genau. Könnt ihr Ja. vielleicht auch unten verlinken. Da, das Ja. postest du jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Nur hin und wieder, aber da gibt es auch ein ganz tolles Foto, wie eure Mikrogrünzucht gerade aussieht. Ne? Und das, Ja. ja, würde ich auch jedem empfehlen, Mikrogrün zu integrieren, gerade jetzt im Winter, wenn wir nicht so viel Wildpflanzen haben. Ist das echt eine gute Möglichkeit. Da kann man auch mal, wenn man jetzt keine Möglichkeit hat, wirklich einen guten Salat zu bekommen. Hier in Deutschland ist es ja so, wir haben im Winter über Grünkohl, Feldsalat, Postelein. Und wenn man da wirklich mal nicht die Möglichkeit hat, eine gute Qualität zu bekommen, dann kann man immer noch auf das Mikrogrün zurückgreifen. Mikrogrün. Mikrogrün, ich sage mal lieber Deutsch, Mikrogrün, Mikrogrün, Mikrogrün. Und das ist eine wunderbare Sache, damit hier regionalem Gemüse. Du bist ja gerade nicht in Deutschland, deswegen du ernährst dich eigentlich auch gerade regional. Nicht, dass jemand denkt, Ja. Honig, Melone im Winter, das ist aber jetzt hier nicht regional. Bei dir ist es regional. Also du Ja. achtest da auch relativ gut drauf. Jetzt hier in Deutschland hatte ich ja schon das Grün erwähnt, was wir gerade essen können. Und dann das ganze Wurzelgemüse. Auch Kürbis haben wir hier, Pastinake, Wurzelpetersilie, rote Beete, Rosenkohl, Möhren, Topinambur haben wir jetzt auch. Wunderbar. Das eignet sich auch wunderbar für diese schleimarme Ernährung, so wie wir das gerade aktuell praktizieren. Und das finde ich auch super daran, weil dadurch kann man diese ganzen Sachen ja perfekt integrieren, ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste das alles roh essen, ich habe es mal probiert damals, aber das wär für mich viel zu schwer verdaulich. Aber so durch das Dämpfen, ja, macht man es dann viel besser bekömmlich und halt dann das Mikrogrün noch mit dazu. Und dann läuft die Verdauung auch perfekt. Also ich finde das echt eine super Sache. Das ist. Und auch bei dem Mikrogrün, ich merke, wenn ich das im Winter dabei habe, ich finde, dann kommt man viel, viel leichter durch den Winter auch, weil man viel energiegeladener ist und man bekommt dann vielleicht nicht so viel Sonne von außen, aber man verleibt sich dann ein bisschen Sonnenlicht nach innen ein und das merkt man dann, weil ja, man fühlt sich dann einfach viel, viel besser energetisch und alles. Ja, und wie gesagt, also das Wichtigste finde ich immer, dass die grünen Säfte mit dabei sind. Und es muss halt jeder auch schauen, was brauche ich jetzt für eine Stimulationsquelle? Also was lässt mich jetzt optimal funktionieren? So, ja, weil für viele, wenn die das jetzt so machen würden, wie wir zum Beispiel, das würde erstmal nicht funktionieren. Die brauchen dann vielleicht noch zwei Mahlzeiten oder drei Mahlzeiten, aber es ist halt eben wichtig, dass man halt das einfach auf sich anpasst, ja. Und das halt eben. Ach so, und ein ganz wichtiger Punkt, der fällt mir noch ein. Ich habe damals, also die ersten 23 Jahre meines Lebens, also vor der Ernährungsumstellung noch, ich habe immer durch den Mund geatmet beim Sport. Und dann ist mir über die Jahre nach der Ernährungsumstellung aufgefallen, da habe ich auch noch teilweise durch den Mund geatmet und habe dann aber irgendwann auf die Nasenatmung umgestellt. Da sagen jetzt viele so, oh, wie soll ich denn jetzt beim Sport nur durch die Nase atmen so? Das geht mit der Zeit. Also das ist ein Umstellungsprozess, der dauert Monate und Jahre. Aber wenn der Vorteil ist, wenn man durch die Nase atmet, was ja eigentlich die ursprüngliche Atmung ist, aber viele von uns haben dann halt die Mundatmung angenommen, weil es halt komfortabler ist. Und bei der Nase ist es so, wenn man durch die Nase atmet, anstatt durch den Mund, durch die Mundatmung entsteht beim Sport bis zu 42% mehr Hydrationsverlust, als wie wenn man durch die Nase atmet. Ich habe mich dann immer manchmal ausgelaugt gefühlt nach dem Training und dann habe ich halt eben irgendwann auf die Nasenatmung umgestellt. War am Anfang voll schwer, weiß ich, aber dann mit der Zeit hat man gemerkt, man war auch nochmal viel schneller regeneriert, hat sich viel besser gefühlt. Und dann bin ich mal so in das Ganze reingegangen, habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Und da ist es auch eben so, dass wenn man durch die Nase atmet zum Beispiel, dass dadurch auch mehr Sauerstoff, bis zu 20% mehr Sauerstoff im Blut am Ende ankommt, als wie wenn ich durch den Mund atmen würde. Und der Körper kann mit der Atmung, also der kann die viel, viel besser aufnehmen, als wie wenn ich jetzt durch den Mund die ganze Zeit so atme, da kommt zu viel Luft zu schnell in den Körper rein und der Körper ist überfordert. Und das laugt natürlich auch gleichzeitig wieder aus. Und das hat dann einen Einfluss auf die Nieren und auf die Nebennierengesundheit. Und dadurch entstehen, dann muss der Körper halt dann eben wieder, ja, also noch mehr Leistung integrieren, um die Balance wiederherzustellen im Körper. Und das kann man halt eben dann über die Nasenatmung. Aber muss ich auch wirklich sagen, das ist wirklich eine längere Umstellung, aber es lohnt sich, weil man merkt halt, dass man viel schneller regeneriert ist. Und bei mir ist jetzt letztendlich so, dass ich sogar jetzt die schnellen Einheiten ganz normal mit der Nasenatmung machen kann. Und ja, das ist total genial. Und ich merke auch, dass ich danach nicht mehr dehydriert bin, sondern eher im Gegenteil, dass sogar mehr Hydration da ist. Es gibt natürlich noch viel, viel weitere Maßnahmen und Regenerationsmöglichkeiten, die man machen kann. Aber das würde natürlich den Rahmen dieses Videos dann, denke ich mal, auch sprengen.
Und was ich noch sagen wollte, ist, dass es natürlich, man muss natürlich immer wieder individuell schauen bei jedem Einzelnen, was für denjenigen jetzt der beste Weg ist. Das sind natürlich immer nur allgemeine Tipps und ich finde es immer gut, dann immer individuell zu schauen, okay, was passt jetzt für denjenigen, passt das für mich, was kann ich mir mitnehmen? Und ja, eins wollte ich nur sagen, ich finde es immer wichtig, darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, also diese Grundbausteine zu haben beim Sport. Also Kraft, Ausdauer, ein bisschen Schnelligkeit und definitiv die Dehnung, also das Stretching, dass die Sachen immer mit dabei sind, damit der Körper einfach eine gute Allgemeinfitness hat. Ja, da danke ich dir, lieber Henry. Und wer jetzt da mehr Interesse hat, zu schauen, was der Henry so auf seinem YouTube-Kanal macht, ich habe ja den Kanal am Anfang verlinkt. Den werde ich auch nochmal unter dem Video verlinken. Und du hast ja auch gesagt, du willst eventuell auch mehr machen, so in Richtung Sport, Ernährung, Ja. Regeneration. Da könnt ihr einfach mal beim Henry weiter nachschauen und sehen, was der Kerl so treibt. Ja, ich danke dir, lieber Henry, für das Teilen Danke. deiner Erfahrungen. Ich habe mich das sehr gefreut, mit dir ein Video zu machen. Gleichfalls, danke. Die Zuschauer, ja, was sagt ihr zu Henry, seinen Erfahrungen? Wie sieht es mit euren eigenen Erfahrungen aus? Wo steht ihr gerade mit der Ernährung, Entgiftung? Wie ist es bei euch mit der Regeneration? Also, ich freue mich über regen Austausch und ja, wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Bis ganz bald. Macht's gut, ciao.